Vorbei. Der Ablauf bei uns ist eigentlich recht einfach. Wer einen Termin bei uns möchte, der bucht ihn meistens online. Da haben wir ein Terminvereinbarungssystem. Über das System bekommt der Kunde direkt nach der Buchung nochmal eine E-Mail, wo nochmal alle Informationen drinstehen. Und ansonsten kommt der Kunde entsprechend zum Termin einfach, bekommt auch noch rechtzeitig eine Terminerinnerung. Und wenn er dann kommt, wird er erstmal von unserem freundlichen Team natürlich empfangen. Bekommt dann bei uns über ein iPad überreicht. Mit diesem iPad werden alle Informationen nochmal abgefragt. So wie bei vielen anderen Studios, dieser Anamnesebogen. Das ist bei uns alles digitalisiert und ohne Papier. Und nachdem der Kunde dann dies ausgefüllt hat, übernehmen die Piercer bei uns. Da wird der Kunde dann in die Kabine geführt, wo dann nochmal ein intensives Gespräch mit dem Kunde durchgeführt wird, weshalb er da ist, wie wir ihm da helfen können. Und wenn wir dann eben das Gespräch geführt haben, dann und der Kunde vorbereitet ist, dann beginnt die eigentliche kurze Arbeit. Und das ist eben das eigentliche Stechen. Und das dauert selten länger als 2 Sekunden pro Piercing. Und somit ist es ein ganz schneller, kurzer, schmerzloser Eingriff, wo keiner Angst haben muss. Und gerade wer lange Schmerz davor gehabt hat oder Migräne, der muss da gar keine Angst haben. Denn Migräne ist in dem Fall zum Beispiel viel, viel schlimmer. Und nach dem Stechen, wenn der Kunde noch ein paar Minuten gesessen hat und sich wieder gefangen hat und das auch alles gut ist und dem Kunde es gut geht, dann machen wir noch ein Nachgespräch natürlich. Zusätzlich bekommt der Kunde bei uns auch in unserer Begrüßungs-E-Mail, die er schon bei der Terminbuchung bekommt, ist ein Videolink drin, wo wir nochmal ein ausführliches Video drin haben zum Thema Pflege. Das heißt, in diesem Video kann der Kunde sich immer nochmal informieren und zusätzlich erklären wir dann natürlich dem Kunde nach dem Stechen nochmal ausführlich alles, wie der weitere Verlauf ist der Heilung und so weiter, was passieren kann und sowas. Hallo, ich bin Beatrice, ich bin 28 Jahre alt und komme aus Hamburg. Ich bin total begeistert von der Piercing-Punktur. Ich habe den Nullpunkt gegen Migräne, der hilft zu 90%. Der Wetterpunkt gegen wetterbedingte Migräne hilft auch, aber noch nicht so 100%ig. Und ich muss auch sagen, dass er jetzt im Winter die trübe Stimmung auch nicht so durchkommen lässt. Der Shenmen gegen stressbedingte Migräne und auch generell so bei Stresssituationen ist viel, viel besser geworden. Also der hilft auch über 90% auf jeden Fall. Den Polster an dem Pointe Jerome, den habe ich gegen Schulter-Nacken-Verspannung und das ist zu 100% weggegangen. Da bin ich einfach nur happy drüber. Und zu dem Allergie-Piercing kann ich noch nicht so viel sagen, da ja gerade Winterzeit ist und die Pollen noch nicht da sind. Ich hatte 2018 und 2019 jeweils 2/3 Bandscheibenvorfälle im Lendenwirbelbereich L4, L5. Hab Tabletten, Schmerztabletten gefressen wie Smarties. Bin dann auf Steve aufmerksam geworden, war dann dort im Studio, hab mich beraten lassen, er hat mir dann Nadeln gesetzt. Ich bin dann sozusagen rumgehüpft wie ein junges Reh im Studio. Eigentlich wollte er mich nach Hause schicken, dann habe ich gesagt, nein. Er soll mir, das weiß ich nicht mehr genau, L4 oder L5, sofort die Nadeln wieder ziehen und mich piercen. Und seitdem bin ich schmerzfrei im Rücken. Ja, es unterbindet den Schmerz, das Piercing. Aber behebt die Ursache nicht. Ich muss trotzdem noch was tun für meinen geschädigten Rücken. Hallo zusammen, ich bin die Nicole, 41 Jahre und ich war die allererste Kundin von Gabi, was die Akupunktur-Piercinge anbelangt. Ich habe damals gehört, dass sie das neu anbietet und dass sie jemanden sucht, der das gerne ausprobieren möchte. Da habe ich mich bei ihr gemeldet, weil ich ganz stark unter Migräne gelitten habe. Ich hatte regelmäßig einmal in der Woche sicher einen Anfall, wo ich mit ganz starken Medikamenten behandeln musste, die auch dementsprechend viele Nebenwirkungen hatten. Also habe ich es ausprobiert und ich muss sagen, ich bin der glücklichste Mensch, dass ich es gemacht habe, denn ich leide praktisch unter gar keiner Migräne mehr, so vielleicht 4-5 Anfälle noch im Jahr, die ich aber mit ganz leichten Medikamenten beheben kann.
und ansonsten bin ich wirklich migränefrei. Besucht uns auf unseren Social Media Plattformen, Facebook, Instagram. Und ansonsten kommt einfach bei uns ins Studio vorbei. Das ganze Team freut sich. Tschüss!